Willkommen! In der heutigen Folge gibt es saumäßigen Aufruhr. Entschuldigt bitte den Ausdruck, aber es stimmt. Die Wildschweine sind los und zerstören meine Felder. Die einzige Möglichkeit, die ich da sehe, ist, die Tiere zu jagen. Natürlich bekomme ich da jede Menge Gegenwind. Vor allem von eurer Lieblingshexe. Nun gut, jetzt erstmal auf in das heutige Geschehen. Es wird saukomisch, aber es darf unter keinen Umständen gelacht werden. Denn wer lacht, verliert. Aber jetzt auf in die Schlammschlacht. Fang doch du mal du an. Okay, gut, ich fange an. Gut. Ich darf nicht lachen, ja? Das wäre das Ziel. Nicht lachen. Ich komme nicht rein, okay. Mega. Okay. Ich lache mich leer. Scheiße. Ich hör schon die Geräusche. Mann, das dauert aber ewig. Ich soll mich nicht umdrehen, oder? Ich weiß nicht. Moment. Ich hab das noch nicht gemacht. Entschuldigung, ich trau mich nicht, ehrlich gesagt. Ich sehe gut aus. Schau, ich sehe aus wie sie. Ja, ich bin nur gekommen, ne? Ich wollte eigentlich einen Hexenspruch machen. Ha, ha, ha. Oh, no. Oh nein, ich weiß. Das sind Baby und Tina, von Matthäus und Sabrina. Ha, ha, Graf Falco. Alex, ich bin dein Vater. Hallo. Jetzt ist er langsam weg. Lachen! Mist! Ina? Ja? Wie läuft's? Super. Aber war mega, oder? Nice, ich fand's gut. War irgendwas mit deiner Stimme? Ja, egal. Also ich habe noch ein bisschen Ladung hier drin. So früher oder später wird das super funktionieren. Du bist ihre Lachen, glaube ich. Du bist Tränen. Moment, geht schon. Kommt sie? Nein. Doch, sie kommt, oder? Jetzt kommt sie, ne? Ich muss sie konzentrieren. Okay, Harriet. Komm mal bitte her. Geht's noch? Okay, gut. Bei dir? Wie geht's dir? Soll ich dir was holen? Heliumballon oder so? Ja, warte, ich hab's. Pass auf, ich hab dir was zu erzählen. Ich darf jetzt nicht lachen, ne? Nee. Wie nennt man eine Gruppe von Wölfen? Wolfgang. Was sagt eine Maus hinter einer Kuh? Mach bloß keinen Mist. Schild in der U-Bahn-Station. Auf der Rolltreppe müssen Hunde getragen werden. Passant. Und wo bekomme ich jetzt auf die Schnelle einen Hund her? Wie nennt man einen unentschlossenen japanischen Krieger? Nun ja. Du hast doch schon gelacht. Habe ich jetzt verloren? Ja, hast du. Aber jetzt. Er lächelt. Ich glaube, er lächelt schon. Wie nennt man einen Spanier ohne Auto? Carlos.
Carlos. Wie nennt man einen Spanier ohne Auto? Carlos, 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 senza car, Automobile. Carlos, Carlos. Ich bin heute aus dem Töpferkurs geflogen. Hab mich wohl im Ton vergriffen. Ich ahne nichts Gutes. Wie bekommt man einen Schimmel aus einem Badezimmer? Tür auf und den fährt raus? Mit einer Karotte. Ach so, ja, welche Schimmel fährt. Ah, jetzt verstehe ich das selber jetzt. Ich hab gelacht. Ich hab gelacht. Oh. Aber nur weil du so selber jetzt, weil du selber nicht gecheckt hast. Ja, trotzdem habt ihr gelacht. Fliegen. Herr Ober, da ist eine Fliege in meiner Suppe. Keine Angst, sehen Sie nicht die Spinne da am Tellerrand? Herr Ober, haben Sie russische Eier? Nee, ich gehe immer so. Herr Ober, was ist denn Kaviar? Herzlich willkommen bei Radio Flamingo. Patze. What's that? Herzlich willkommen bei Radio Flamingo. Heute haben wir zu Gast Funky Fröhlich. Juhu! Ja, ich würde sagen, ich habe dich einfach komplett zerstört gerade in dem Spiel. Ja, abschließend würde ich sagen, ich bin eindeutig leichter zum Lachen zu bringen. Ja, aber ich habe halt auch einfach keinen Humor. Er ist auch einfach witzig. Guck ihn dir an.